und willkommen zurück zum Auftakt der 10. Etappe der Tour de France. Und wir sehen, Chris Froome haben wir endlich im gelben Trikot platziert. Haben über etwas überraschend das Mannschaftszeitfahren in der letzten Etappe gewonnen. Und heute sehen wir schon, wo es dort hinaufgeht. Es geht nach La Pierre Saint-Martin. Gestartet wird in Tarbes. Und wir schauen uns erst einmal das Klassement an, um zu schauen, auf wen wir heute achten müssen. Ganz klar, Quintana habe ich heute auf der Rechnung. Der hat 3 Minuten 12 Rückstand. Da muss was kommen. Contador natürlich genauso, Nibali in lauer Position, Kwiatkowski wird heute wahrscheinlich eher keine Rolle spielen, obwohl er wahrscheinlich auch bis zum Ende noch in Gruppen dabei sein wird. Aber ich denke mal, wir können uns ruhigen Gewissens auf andere Fahrer konzentrieren. So, wir machen natürlich das, was wir immer machen. Wir beschützen Froome. Und da wir jetzt das gelbe Trikot haben, heißt das natürlich, dass wir das Tempo machen. Machen wir am Anfang dann auch mal, sagen wir mal, mit Tempo 65. Später am Berg haben wir dann natürlich noch andere Idelhelfer. Da werden wir auch in den Berg ordentlich reinheizen. Lass mal schauen. Die Fahrer können wir dann später noch vorholen, gerade wenn sie Wasser bringen. Aber wir starten die Etappe mal. Und endlich haben wir Chris Froome im gelben Trikot. Haben wir gekämpft gegen Kwiatkowski. Wir waren zeitgleich mit ihm. Haben dann durch eine Zeitbonifikation wieder 4 Sekunden Rückstand gehabt. Aber jetzt ist alles so, wie es sein soll. Christoph in grün, Kwiatkowski in weiß und Chris Froome in gelb. Das ist doch optimal. Hier kommt direkt eine Attacke vom Bergtrikot, was gar nicht so viel Sinn macht, weil es keine Bergwertung gibt heute, außer eben im Ziel. War ja früher auch zum Teil etwas inflationär, kann man schon fast sagen, mit den Wertungen. Wenn dann da reihenweise immer Richard Virenque und so weiter ausgebrochen sind, weil sie das Bergtrikot holen wollten. Wir lassen die Jungs sich hier mal austoben zum Start. Geht auch gleich mal ein bisschen bergauf. Da haben wir ein paar Helfer, schneiden wir quasi schon mal vorne ans Feld. Und holen später die anderen Jungs auch noch dazu, zumindest das machen wir dann gleich auf der Abfahrt, dann ist es für die Jungs auch leichter vorzufahren und dann schauen wir, wie wir die Taktik auslegen. Man sieht, es geht schon so ein bisschen, es geht nicht ganz steil in den Berg rein. Es geht hier zwar schon so stetig bergauf, aber da kann man schon seine Fahrer postieren. Und natürlich ist das, es gibt immer so eine gewisse Reihenfolge, muss man sich vorstellen, so wie so ein kleines Kartenhäuschen. Das fällt dann irgendwann in sich zusammen. Irgendwann ist Froome dann sicherlich auch alleine, zumindest mit Richie Porte an der Seite. Aber zu Beginn des Anstiegs haben wir auf jeden Fall, auf wen setzen wir heute? Nicholas Roach ist einer, auf den wir setzen. Wouter Pools und Leopold König. Das sind Fahrer, die eben am Berg stark sind, die auch Tempo machen können, so dass das Feld Probleme hat zu attackieren. Wir wollen das Tempo hochhalten und wir hoffen, dass Chris Froome eine gute Tagesform hat heute. Darauf kommt es nämlich wirklich an. So, wir lassen die Jungs sich nochmal austoben. Und schauen dann, wie gesagt, jetzt gleich gibt es ja so eine längere, kleine Abfahrt, wo es so permanent ein bisschen runter geht, wo wir da jetzt eigentlich auch schon drin sind, dass wir unsere Jungs schon mal vorholen. Ich markiere sie mal. Wout Pools, Leopold König und wen hatten wir noch? Jaron Thomas. Wir holen die alle mal vor. Damit wir eben auch schnell reagieren können, damit die nicht vom Ende des Feldes erst nach vorne sprinten müssen, am Ende der Etappe. Wobei ich, Entschuldigung, Jaron Thomas nochmal hinten lasse, weil der holt gleich Wasser. Der bleibt dann halt vorne. Jetzt wollen wir natürlich schauen, dass die Jungs sich hier nicht schon kaputt fahren. Roach muss erstmal noch kein Tempo machen, genauso wie Leopold König kein Tempo machen muss und Wout Pools auch nicht. Dafür haben wir jetzt erstmal andere Helfer, die in der Ebene stärker sind. Kenoff oder ich weiß gar nicht, wie er genau ausgesprochen wird. Da kann man mich gerne verbessern. Ich habe immer Kenor gesagt bislang. Ich glaube eher Kenoff. Egal. Jeder weiß, wer gemeint ist. Der britische Meister ist gemeint. So, ich denke, Jaron Thomas kann jetzt schon mal eine Flasche Wasser bestellen und nach vorne bringen. Bin sehr gespannt. Erste wirklich lange Berg, den ich jetzt hier fahre. Aber bislang läuft es ja relativ gut und die Erfahrung der
Pro Cycling Manager oder Radsport Manager hat sich ja ausgezahlt. Das Spiel hat sich nicht viel verändert. Die Grafik ist nochmal ein bisschen besser geworden. Das Gameplay identisch. Da gibt es keinerlei große Änderungen. Und jetzt, wo Geraint Thomas schon vorne ist, jetzt gibt er nochmal Stannard und allen Flaschen. Und jetzt darfst du gleich vorne bleiben. Und darfst die Position halten. Und hier, du fällst jetzt wieder weit zurück. Sehr gut. So, damit wäre eigentlich die Ausgangslage schon mal geschaffen. Zumindest jetzt bis zum Fuß des Berges. Die Taktik fahren wir jetzt erstmal weiter. Chris Froome gut beschützt. Unsere Jungs machen Tempo, damit die Ausreißer nicht allzu viel Vorsprung dort bekommen. Aber natürlich fahren wir unser Team auch noch nicht kaputt, beziehungsweise die Jungs, die wir vorne drin haben, die können am Ende auch aus der Gruppe rausfallen und 20, 30 Minuten verlieren. Das ist komplett egal. Wir versuchen natürlich Richie Porte, der so lange Führungsarbeit macht für uns, wie es eben geht, dann auch noch weit vorne zu platzieren. Er wird sich nicht in Grund und Boden fahren. Aber ansonsten haben wir eigentlich keine Klassementsfahrer, wo wir darauf achten müssen. Es ist alles auf Chris Froome ausgerichtet, also werden wir da auch, wie gesagt, höchstens noch auf Richie Porte achten. So, wir machen kurz mal. So, einen Sprint haben wir jetzt verpasst, ist aber auch nicht schlimm. Gab eh nicht mehr viele Punkte. Wir schauen uns mal die Ausreißergruppe an. Nur zum Spaß, Cameron Meyer, einer, wenn die Gruppe durchkommt, käme. Natürlich Arredondo, auch ein guter Kletterer. Iver, ordentlich. Na, da haben sich schon einige gefunden. Aber gut, dass wir hinten den Abstand nicht allzu groß werden lassen. Weil natürlich auch so ein Etappensieg mit Zeitbonifikation nochmal wichtig ist. So, wir müssen auf jeden Fall nochmal Wasser holen. Ich glaube sogar zweimal. Und das hat doch hier unser Geraint Thomas vorhin so schön gemacht. Energieriegel sollen wir noch nicht nehmen. Lass wir ihn da gleich nochmal hinschicken. So, eine sehr, sehr ruhige Etappe bislang. Was aber auch gut ist. Und wirklich die Ruhe vor dem Sturm. Chris Froome immer im Hinterrad von Richie Porte, der kann wahrscheinlich langsam den Hintern von Richie Porte nicht mehr sehen. Zehnte Etappe und eigentlich fast immer nur das Gesäß von Richie Porte im Gesicht. So, Geraint Thomas hat Wasser geholt. Wir stehen jetzt nochmal ein bisschen schneller. Jetzt weiß ich nicht, ob das Wasser reicht, weil man hat zwar, man denkt zwar jetzt, ja, 60 Kilometer, klar. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die letzten 20 Kilometer sich ordentlich ziehen werden. Das Feld wird jetzt vorne auch breiter, spricht dafür, dass das Tempo nicht wirklich hoch ist. So, 60 Kilometer, es ist alles immer noch sehr, sehr ruhig. Hinten sind zwei Fahrer aus der Gruppe jetzt schon rausgefallen. Das kann natürlich schon sein, Paul Martens und Buckwalter ist rausgefallen. Eigentlich untypisch. Ich weiß nicht, was passiert ist. Schlechte Form. Apropos Form, wir schauen mal, wo geht die Form heute hin bei Chris Froome. Jawohl, plus 2. Richie Porte auch plus 2. Guter Tag. Sehr guter Tag. Kann ein guter Tag werden. Sagen wir es so. So. Ich würde jetzt gleich Geraint Thomas trotzdem nochmal Wasser rumschicken. Allein damit wir das haben. Wir wirklich so schnell unterwegs werden. Das sind keine Top-Fahrer, die da im 65er-Tempo fahren, also 65 in Anführungszeichen. So, Geraint Thomas jetzt nochmal Wasser holen. Und sobald das Wasser da ist, ich hoffe, es geht schnell, werden wir dann auch unsere Fahrer wechseln. Dann kommen nämlich unsere Kletterhelfer mit dazu. Ich mag ja so Etappen eigentlich nicht so, also schon gerne Bergankünfte, ganz klar, aber so Bergankünfte, wo es 160 Kilometer flach drauf zugeht auf dem Berg, das war noch nie so meins. Da fehlt mir ein bisschen dann die Taktik, weil im Endeffekt ist das dann ein Ausscheidungsfahren am Schlussberg, wo nicht viel taktisches Vorgeplänkel stattfindet, aber naja, Hauptsache Bergankunft und die wird richtig, richtig steil.
Also da trennt sich, wie es so schön heißt, die Spreu vom Weizen. Da werden wir auch genau wissen, wo wir stehen. Und ich denke mal, dass wir gute Chancen haben, die Etappe zu gewinnen. Chris Froome. Geraint Thomas kommt jetzt auch nach vorne mit dem Wasser. Dann sind es jetzt noch 31 Kilometer. Und ab jetzt werde ich dann auch, wenn Geraint Thomas jetzt mal vorkäme. Ja. So, dann werde ich nämlich ab jetzt... gibt es jetzt gleich einen Wechsel. Ich mache jetzt gleich mal Pause. Mal schauen, können hier mal schauen. Es müsste jetzt ja gleich stetig bergauf gehen. Hier ist jetzt schon so eine Steigung von 1,2%. 1,3, es wird ein bisschen steiler. Das sieht man ab hier schon. Und ab hier würde ich jetzt schon gern das Tempo dann erhöhen. Das machen wir jetzt auch ganz ruhig, weil das ist ja eine der speziellen Etappen. Kenu, Stannard und Rowe haben ihren Job von heute getan. Dafür kommen jetzt Roach, König, Pauls und Thomas. Und die fahren jetzt schon einen ordentlichen Stiefel da rein. Wir machen es mal wieder auf 83. Machen Chris Froome schon mal auf 80 und auch... Achso, der... Da können wir es nicht regeln, weil er ja sowieso vor ihm herfahren muss. Eigentlich gut gemacht. So, und jetzt gibt es fliegenden Wechsel, Schichtwechsel. Schicht ist raus. Und jetzt erhöhen wir schon mal das Tempo. Es sind 25 Kilometer bis ins Ziel. Bleiben mal bei Chris Froome, der sich weit vorne aufhält. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir machen ihn nochmal auf 83. Jetzt blinkt natürlich da einiges dauernd immer rot, weil die Jungs aus der Gruppe rausfallen werden. Aber das ist mir komplett Wumpe. Gerne Chris Froome noch ein kleines Stückchen weiter vorne haben, damit er nicht eingeklemmt ist. Ein kleines Stückchen, so ist das schon okay. Jetzt nicht wieder zurückfallen lassen, sondern Position halten. So, und jetzt sind wir im Anstieg drin. Wir schauen Geraint Thomas. Wir haben hier Contador, der sehr, sehr weit vorne fährt. Deswegen... Ich möchte reagieren können. Ich will hier nicht eingeklemmt sein. So, Nicholas Roach macht Tempo. Wir sehen jetzt schon, es wird jetzt schon robben. Also man sieht hier schon kleine Lücken, die jetzt auch reißen werden. Maika kann aber eigentlich nicht rausfallen, ist einer der Topfahrer. Fünfter im Klassement. Leopold König macht Tempo. Wir müssen trotzdem nach Froome schauen, der in einer guten Position ist. Der Puls ist in Ordnung. Sind wir auch gleich. Jetzt sind wir eigentlich schon im Anstieg drin. Jetzt machen wir richtig Tempo. Kennen brauchen wir nicht mehr. Pauls, König, Roach, Thomas. Jetzt machen wir richtig Tempo. Die Jungs dürfen sich jetzt gern kaputt fahren. Danach haben wir halt nur noch Froome. Froome, Froome. Ich will, dass dieses Feld jetzt hier auseinanderreißt. Aber weiter im Windschatten. Wo ist Richie Port? Der ist auf der anderen Seite. Okay, wir sehen, es wird kleiner. Einige Fahrer, Capecchi hat Probleme. Da werden jetzt einige rausfallen. Attackieren tut bislang keiner. Nibali fährt direkt vor uns. Contador am Hinterrad von meinen Jungs. Das heißt, er kann immer zu Froome hingehen. So, Froome hinter seinen Fahrern. Leopold König geht es immer noch ordentlich. Wir haben aber noch andere. Wouter Pauls. Wout Pauls ist auch noch gut drauf. Geraint Thomas ist bald weg. Roach ist auch bald weg. Es sind noch 12 Kilometer bis ins Ziel. Es ist eine Attacke von Contador. Oder fährt er nur? Er fährt nur vor. Okay, Froome, Froome, Froome. Wir müssen vor. Dranbleiben. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben alle kaputt gefahren. So, jetzt brauchen wir eine lange Führungsarbeit von Richie Port. Ist das eine Attacke von Van Garderen? Egal, Van Garderen kann uns erstmal egal sein. Aber wir dürfen halt die anderen nicht wegfahren lassen. So.
Aufholen. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. So. Wir waren nur hinter Richie Port. Nicht vorbeifahren. Hinter ihm bleiben. Sehr schön. Genau so. Und Richie Port fährt jetzt mit 85 hier einen Stiefel hoch. Contador, unser Hinterrad, Quintana, Rodriguez, Pinot, Van Garderen, Keldermann und danach wird es gleich reißen. Dafür sorgt Richie Port, der für uns jetzt weiterhin das Tempo macht. Da haut sich jetzt gleich mal ein Energieriegel rein. Ist er aber gleich auch weg. Aber uns geht's noch gut. Okay, Richie Port ist durch. Egal, wir haben das gelbe Trikot. Wir müssen eigentlich nicht groß drauf achten. Wir können mit der Gruppe weiterfahren. Wir schauen, wer noch da ist. Da hat's gerissen. Scarponi ist weg. Rui Costa, der Achte der Gesamtwertung, ist weg. Keldermann ist raus. Mollema ist raus. Perrault ist raus. Vogelsang, Navarro, dann sind hier einige. Nibali ist raus, Kwiatkowski ist ebenfalls raus. Das ist überraschend. Das ist jetzt wirklich überraschend, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Spilak und so weiter, naja, das ist alles eigentlich egal. Wir schauen, wer in der Gruppe drin ist. Natürlich Richie Port, der immer noch die Führungsarbeit macht, aber nicht mehr lange. Chris Froome, uns geht es immer noch ziemlich gut. Also da können wir nichts sagen. Wir sind immer noch gut drauf. Wir schauen, Contador ist dabei, Van Garderen ist dabei, Thibaut Pinot ist dabei, Rodriguez ist noch dabei und Quintana. Aber Nibali ist raus, das ist doch schon mal sehr erfreulich. So, da geht's. Wir können das Tempo jetzt ruhig ein bisschen verstreichen lassen. Wir haben das gelbe Trikot, wir müssen nicht reagieren. Es sind immer noch 7 Kilometer bis ins Ziel. Richie Port holt das Letzte aus sich raus. Tempo ist nicht hoch. Die hinten kommen vielleicht Nibali. Aber es sind schon 1,5 Minuten. Wir holen zwar etwas auf, aber wir müssen jetzt hier den Blick vorne drauf haben. Richie Port kämpft. Er kämpft. 5. Da kommt die Attacke. Da kommt die Attacke von Contador. Da müssen wir jetzt mitgehen. Das bedeutet für Richie Port einfach weiter alles geben. Und wir müssen aber jetzt die Attacke mitgehen, mit Contador. Okay, das war nix. Dann können wir die anderen wieder fahren lassen. Aber Richie Port, er hängt sich nochmal hinten dran. So, wir machen wie gesagt keine Führungsarbeit, wir haben das gelbe Trikot, wir reagieren. Wenn einer angreift, wir gehen mit. Wenn keiner angreift, attackieren wir vielleicht zum Schluss selber, um die Etappe zu gewinnen. Einer traut sich, ja? Es sind noch 2 Kilometer. 2 Kilometer noch. 2 Kilometer. Sollen wir es riskieren? Wir haben immer noch viel Power. Immer noch viel, viel Power. Auf, Froome. Zieh durch. Du gewinnst die Etappe, komm. Jawohl. Und wir haben gewonnen. Sehr, sehr schön. Gelbe Trikot holt sich auch den Etappensieg. Und ich hoffe, Richie Port, jawohl, verliert auch nicht viel Zeit. Bringt auch in der Gesamtwertung was. Und wir haben Nibali deklassiert. Da kommt er erst. Sehr gut. Rui Costa auch. Keldermann ist raus. Maika, der 5. der Gesamtwertung, auch raus. Amador haben wir auch deklassiert. Da sind einige Favoriten. Erweiterten Favoritenkreis gewesen, die jetzt hier auch unsere hier verlieren wir rund 6 Minuten, unsere Top-Helfer, gar nicht mal so schlecht. So, wir schauen mal, wie lange es dauert. Da ist auch schon Peter Kenneth, Jaron Thomas. Also, soweit sind unsere Jungs diesmal gar nicht weg. Mal schauen, wer ist denn am weitesten hinten. A7 haben wir hier, das sind Ian Stannard. Oje. Da gibt es aber noch einige weiter hinten, aber Ian Stannard und so weiter sind mit in der drittletzten Gruppe.
Jetzt stellen wir es aber mal etwas schneller, um es ab und zu mal zu genießen. Haben wir, glaube ich, taktisch ganz gut gemacht. Vielleicht hätte ich noch früher angreifen müssen. Dann hätte ich noch mehr Zeit rausfahren können, weil Chris Froome war, glaube ich, heute wirklich der Stärkste. Aber im Endeffekt haben wir die Etappe gewonnen, das gelbe Trikot mehr als verteidigt. Sogar noch den Vorsprung ausgebaut. Wir schauen, ob Buchwalter und Martens es noch ins Ziel schaffen. 34 Minuten. Da sehen wir uns nochmal, wie wir über die Ziellinie fahren. Und wir jubeln. Ich glaube, ein Zeitabstand, na, nur schwierig. Aber wir waren der Stärkste aus der Gruppe. Sehr, sehr gut. Gut, dass wir hinten raus nochmal attackiert haben. Gehen weiter zur Ergebnisliste. Diese Siegerehrung ist ja eh immer etwas langweilig. Und sehen, dass wir tatsächlich 15 Sekunden Vorsprung uns noch rausgefahren haben auf den letzten Metern. Richie Porte 1 Minute 15 ist jetzt 9. War er ja vorher auch schon lange. Schauen wir uns mal die Bergwertung an, die wir jetzt natürlich anführen. Ganz klar, 52 Punkte. In der Punktewertung sind wir 6. Da werden wir aber allerdings keine Rolle spielen. In der Teamwertung, in der Jungtalentwertung führt Quintana, das war klar. Kwiatkowski hat heute 3,35 verloren, was für ihn aber relativ gut ist. Und in der Teamwertung liegen wir deutlich vorne, um nochmal schön die Gesamtwertung drauf zu machen. Da sieht es jetzt folgendermaßen aus. 2 Minuten 45 schon auf Contador, Rodriguez 3,35, Quintana 3,37, Nibali 3,45, der heute natürlich 2 Minuten 35 verloren hat. Das war eigentlich unser Hauptkonkurrent und den haben wir schon deklassiert. Sehr, sehr gut. Richie Porte auch noch in den Top 10, haben wir ja vor der Tour gesagt, dass wir ihn da gerne platzieren möchten. Kurzer Ausblick auf Etappe 11. Wir sehen Ohrkategorie Berg kurz vorm Ziel. Was heißt kurz vorm Ziel? Schon etwas deutlicher vom Ziel. Aber zwei Berge der dritten, einer der ersten, einer der Ohrkategorie. Das ist eine Etappe, wo man taktisch sicherlich sehr, sehr schön fahren kann. Bin mal gespannt, wie es ausgehen wird. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Tour de France, und zwar in Gelb. Bis dann.